So, Leute, mich hat hier ein Paket von Nash erreicht. Also das W im Russischen ist sozusagen SCH. Junge, wie schön ist bitte dieses Paket? Hallo, lieber Marvin. Wenn du diesen Brief hier liest, dann hast du deine Nash Alkonos Bloggerbox bereits geöffnet. Naja, eigentlich nicht, aber wenn Sie etwas wirklich Russisches ausprobieren möchten, dann ist Nash Ihre Wahl. Motto, stark, aber mild. Wild. Das ist auf jeden Fall cool. Und hier haben wir noch eine Flavorliste. Wir haben orientalisches Gebäck. Weiß ich nicht, ob es meint ist. Maracuja, bin ich sehr gespannt. Skittles könnte geil sein. Kirschsoda klingt sehr nice. Granatapfel, muss man gucken. Rambutan Fruit ist sehr, sehr geil. Rambutan ist eine Frucht, die der Litchi sehr, sehr ähnlich ist. Lavendel, ja, so zum Reinmischen könnte geil sein. Kiwi geil, Ananas geil. Blaubeere, bin ich gespannt. Bärenmix wahrscheinlich geil. Pfirsicheistee, bin ich gespannt. Und Waldbeere könnte auch geil sein. Aber, Junge, wie viel Mühe haben die sich denn hier mit dieser Box gegeben? Die ist ja anders schön. Einfach die weiße Erdbeere übersprungen. Oh, echt? Habe ich? Öffnen wir diese Packung. Sehen wir. Oh, nee, Digga. Lachs, Forellen, Kaviar. Also, ist natürlich ein sehr lieber Gedanke, ne? Kaviar ja immer irgendwie so besonders. Aber für mich persönlich schwierig. So, oha, Digga, wir haben ganz viele Süßigkeiten. Maschallah. Und wir haben ein Nash-Shirt. So, was haben wir denn hier noch? Ah, das sind die Köpfe, von denen da wohl gesprochen wurde. Dann haben wir ganz viele russische Süßigkeiten. Was haben wir noch? Russian Power Energy Drink. Okay, was haben wir noch hier? Wie heißen die? Matruschka, ne? Das ist auch cool. Gucken wir uns mal die Köpfe an. Haben wir hier alle drei verschiedene Köpfe? So, das ist der Marina Glaze. Das hier ist der Dryada Glaze. Und das hier ist der Perun. Der hier ist viel schwerer als die anderen. Boah, Junge. Also, no joke. Ich glaube, der wiegt 500 Gramm. Wie schwer ist dieses Ding, bitte? So, gucken wir mal hier in den nächsten. Okay, hier haben wir einen Funnel. Auch dasselbe Material. Boah, aber sehr tief, Alter. An sich sehen die cool aus, aber boah, weiß ich nicht, ob der so 25 Gramm Gesetz geeignet ist. Und dann haben wir noch einen. Vom Gewicht her müsste das auch ein Funnel sein. Ah ja, aber ein kleinerer. Okay, das ist geil. Dann hat jeder ein bisschen was von allem. Aber die sind auch relativ filigran. Eigentlich ganz witzig. Ich glaube, am meisten interessiert mich tatsächlich hier der. Weil das ist wirklich, also ohne Scheiß. Ich wünschte, ich könnte ihn euch einfach mal so in die Hand geben. Aber das ist, Junge, also hört ihr, wie dumpf der ist? So krank massiv. Wahnsinn. Oh ja, hier haben wir einen Mundschutz. Ja, okay, aber eins von diesen simplen. Aber immerhin ein Naschband. Das ist natürlich cool. Und dann gucken wir mal auf unsere Liste, welche Sorten wir da überhaupt bekommen haben. Also, Blaubeere, Waldbeere, Gebäck, Granatapfel. Habe ich schon wieder vergessen, was das hier ist. Mein Gott. Das war Blaubeere, ne? Ja, also Blaubeere und Granatapfel haben wir in groß und Rambutan haben wir in klein. Ich glaube, wir machen einen Mix aus den beiden. Erstmal machen wir hier so eine große Packung auf. Oh, Gott sei Dank. Also, wir haben hier praktisch die russischen Must-Have-Dosen, so wie es aussieht. Ich rühre mal um, dann könnt ihr das nochmal genauer sehen. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr fein. Fühlt sich ein bisschen fester an. Also wenn man das hier mal so ein bisschen aufgemacht hat und verteilt hat, dann sieht das auch nach mehr aus. Aber ihr seht schon, dass das Ganze sehr, sehr fein geschnitten ist. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr krass. Sehr intensiv nach Granatapfel. Also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie der sein wird. Jetzt haben wir den Rambutan. Boah, das riecht krass. Also Rambutan. Bin ich hyped, Alter. Bin ich sehr hyped. Ja, 40 Gramm. Wenn wir sparsam bauen, sollten wir zwei rauskriegen. So, das hier müsste das orientalische Gebäck sein. Oh, weiß ich gar nicht. Na, den stellen wir mal beiseite. Okay, jetzt haben wir den Yamika. Oh, hat so ein bisschen was von Pinkman, aber irgendwie erdbeerlastiger. Boah. Der riecht auch geil. Also bei dem bin ich hyped. So, dann haben wir noch Jagodni. Waldbeere war das? Ja, okay. Dann aber eine ziemlich erdbeerlastige Waldbeere, würde ich sagen. So, was haben wir jetzt? Interessant. Der hier, oder? Forest Mix. Bärenmix, ja. Es ist schon... Ich könnte jetzt die Bären nicht benennen. Wald-Erdbeere. Ja, ja, habe ich verstanden. Der andere riecht geil nach Erdbeere. So Pinkman-mäßig, würde ich sagen. Der riecht... Ja, Waldbeeren beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Ist halt erdbeerlastiger, ne? So, und dann haben wir noch den Blaubeere. Den haben wir auch in der großen Packung. So, riecht geil. Blaubeere. Das riecht ultra nice, oder? So ein bisschen wie Blaubeereistee, oder? So ein bisschen erinnert er mich daran. Okay, ich hatte jetzt eigentlich vor, den Granat mit dem Rambutan zu mischen. Also einmal den hier. Nash Rambutan mit dem Nash Granat. Ah, man müsste auch richtig rumdrehen, dann klappt das vielleicht auch. Normal im Funnel bauen mit zwei Kohlen aber rauchen. So, dann bauen wir uns ein Köpfchen und dementsprechend. So, boah, der Granat ab, aber der riecht fast ein bisschen zu intensiv. Aber das muss ja nicht heißen, dass er auch zu intensiv schmeckt, diese Wild. Okay, es ist halt sehr fein geschnitten. Das heißt, wir werden halt auch relativ viel Tabak wahrscheinlich brauchen. So, ich würde sagen, wir machen mal so viel Granat. Naja, das sollen 40 Gramm sein. Weiß ich nicht. Na gut, der ist halt super fein und, ja,
dadurch sind halt 40 Gramm nicht so viel wie andere 40 Gramm. Zumindest so volumenmäßig natürlich. Gewichtsmäßig ist es wohl das Gleiche. So, wir verteilen halt hier das Ganze noch ein bisschen, damit das gleichmäßig liegt. Er ist von der Konsistenz her und vom Schnitt her sehr ähnlich zu einem Must-Have, aber er ist bei weitem nicht so feucht. Also, so sieht mein Köpfchen jetzt aus. So ungefähr randhoch gebaut. Wir haben unsere durchgespülte Golden Goat, auf die wir jetzt unser Köpfchen packen. Okay, den ersten Zug hatten wir gerade schon. Das Köpfchen ist definitiv an. Junge, Rambutan. Junge. Also, ich muss sagen, ich merke nicht viel von dem Granatapfel, obwohl wir von dem Granatapfel, was hatten wir da drin, 30%, 40% vielleicht sogar? Rambutan. Junge, wenn es diese Sorte geben würde, ich würde jetzt reinbestellen. Also, super smooth. Der erste Zug, da stand der vielleicht einfach eine Minute zu lang. Hätte man noch ein bisschen früher ziehen können. Der erste Zug war ein bisschen krass, aber Leute, der läuft butterweich. Drückt der bei dir, Alex? Überhaupt nicht. Okay, sehr gut. Ja, bei mir auch überhaupt kein Drücken, überhaupt kein Kratzen. Läuft echt mega gut. Also, besser könnte er nicht laufen. Also, sowohl im Meerloch anscheinend, als auch hier bei mir im Pfanne. Also, super smooth. Ich finde, bis jetzt deutlich einfacher zu rauchen als Must-Have, oder was sagst du? Der drückt halt überhaupt nicht. Also ja. Der zickt nicht rum. Ja, null, ich habe noch Must-Have mit drin, aber bei mir, der läuft butterweich. Ja. Also, erster Eindruck, der Nasch, brutal. Wirklich brutal, sehr geil. Die Rambutan ist schon eine Weile her, dass ich die Frucht Rambutan gegessen habe. Ist schon extrem geil. Rauchentwicklung ist gut, Rauchverhalten ist gut und Geschmack ist auch geil. Ich bin gespannt, wie der Bass ist. Hast du Bass, Alex? Okay, muss ich sagen. Ja, so ein bisschen mehr vielleicht als Virginia, aber nicht so viel, ne? Ja. Ja. Ich finde es auch angenehm. Ich habe auch Pikmin und Darkseid halt drin. Sehr geiler erster Eindruck vom Nasch. Ich bin mega auf die anderen Sorten gespannt. Ich wünschte, ich hätte den Maracuja. Den würde ich ja so gerne probieren. Ja, es gibt Maracuja. Ja, oder bin ich sau gespannt drauf. Also